Servus, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne das neue Master Y, Master Yoda vorstellen. Der Hersteller ist Ultimate Works. Es ist erhältlich gewesen im Mai im Pack Store für 219 Dollar, zuzüglich 25 Dollar Porto. Also es macht 244 Dollar. Wenn man den Zoll dazu rechnet, ist man ungefähr bei 290 Dollar und je nach Dollarkurs muss man halt ausrechnen, was es kostet. Also irgendwie was um die 260 Euro, 270 Euro, je nachdem wie der Dollar halt steht. Ja, ich mache das gute Stück mal auf. Ja, man sollte ja drauf gefasst sein, es ist nicht sonderbar groß, ist ja klar. Yoda ist ja auch so ein kleiner Gnomen. Ja, und wie ihr hier halt sehen könnt, ist das Teil ja, echt winzig. Ja, hier ist das gute Stück. Wenn man jetzt so zum Größenverhältnis das Schwert vom Windu nebendran hält, ja, sieht aus wie ein kleines Spielzeug. Aber gut, es ist hergestellt aus Aluminium und rostfreiem Stahl. Der innere Durchmesser beträgt 26 mm, der äußere 34 mm. Reinpasst eine 3/4 Zoll Klinge, also Inch. Und ja, hier ist die Klingenschraube. Mitgeliefert wird ein Plug und ein Chassis ist auch mit dabei. Das ist hier schon drinne. Es lässt sich aber nicht ohne weiteres rausnehmen, da müsste ich den jetzt komplett zerlegen. Es ging ja nur darum, ihn mal zu zeigen, die Verarbeitung, die Größe, dass man da halt mal ein Auge für bekommt. Es ist sehr schön gearbeitet. Es kam auch einwandfrei hier an. Keine Kratzspuren, keine Beschädigung irgendwelcher Art. Vorgebohrte Soundlöcher. Es ist wie gesagt, es ist noch nicht zusammengebaut. Es ist alles nur zusammengesteckt. Ja. Mit dabei kommt ein bisschen Zubehör. Ein Zylinder, ich weiß noch nicht, wofür der ist, aber er ist schon mal mit dabei. Mitgeliefert wird die Kühleinheit, die RGB-LED-Platine, ein paar Kabel, Schalter, Gummis, die quasi hier eingesetzt werden können für eine statische LED oder eine blinkende LED, je nachdem, was für ein Board man einbauen möchte. Was reinpasst an Boards, muss ich noch prüfen, das habe ich noch nicht geschaut. Mir ging es in erster Linie erstmal nur darum, dass ihr halt seht, was ihr für euer Geld bekommt, wenn ihr es bestellt. Mitgeliefert wird auch eine Plakette von Ultimate Works. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön gearbeitet. Hat Kratzer drauf und ja, vom Druck her ist es schon okay, aber es ist nichts Besonderes. Ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera, damit ihr es besser sehen könnt. Also hier seht ihr es von der Verarbeitung her jetzt nicht so toll. Überall Kratzer. Sie ist auch nicht ganz gerade und es kommt auch kein Ständer mit. Ja, das ist wirklich einfach nur die Plakette. Ich halte euch mal eine dazu, die ich selber mache, angelehnt an das Design der damaligen Master-Replikas-Plaketten. Kommen auch auf Aluminium, Blech und ist auch schön gedruckt mit Logos.
kann man sich selbst gestalten, was für Logos. Das ist jetzt für den kommenden Phoenix Props Run, für das Ben Solo Griffstück aus Episode 8, was kurz zu sehen ist. Wird halt wie gesagt von Phoenix Props hergestellt. Ich werde den Umbau machen, deswegen ist mein eigenes Logo noch drauf. Aber so sieht es aus, damit ihr halt mal ja, seht, wie die Plaketten von mir im Vergleich zu dem aussehen, was halt der Pack Store anbietet. Im Grunde genommen war es das auch schon. Ja, ich hoffe halt, es ist aussagekräftig. Ja, ich halte es nochmal näher. Also wie gesagt, von der Verarbeitung her gefällt es mir sehr gut. Ja, es liegt auch gut in der Hand, aber es ist halt, ja, es ist halt ein kleiner Saber. Ich wüsste jetzt nicht, ob man damit wirklich kämpfen will, muss, sollte, ja, aber ja, ich sage halt ganz ehrlich, ich habe ihn mir nur geholt, um die Sammlung zu komplettieren. Ja, ich würde gern alle Schwerter irgendwann mal zusammen haben von den Hauptcharakteren. Und Yoda gehört mit dazu. Und ja, aus dem Grund habe ich es gekauft. Ob ich es umbaue, weiß ich noch nicht. Ich denke eher nicht. Ich denke mir mal, das gibt ein Griffstück, was einen Platz in der Vitrine bekommt. Ja, ohne Umbau, ohne Elektronik. Ja, weil ich weiß nicht, der Griff gibt ja auch nichts her vom Inneren her, vom Aufbau. Also ziemlich eng und ja, ich weiß nicht. Also eine Kristallkammer dafür wird auch nicht gehen und wenn, dann wird sie nicht wirklich leicht zugänglich sein. Ja, von daher wird es einen Platz in der Vitrine bekommen. Mehr nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.